Ich möchte dir gerne ein kleines Windrad zeigen. Dazu brauchst du zwei Origami-Blätter, einen Papiercutter, einen Draht mit zwei Perlensicherheitsnadel und Schere. Nimm dir zuerst ein Blatt Papier, dreh dies um und knicke es einmal in der Hälfte zusammen, indem du die äußeren Papierkanten aufeinander legst. Im Anschluss daran nimmst du dir den Papiercutter und teilst dein Papier hier an der Papierfaltkante. Die eine Seite nimmst du jetzt für den Fuß deines Windrades. Ich möchte, dass die grüne Seite nach außen zeigt, also muss mich beim Falten die farbige Seite anschauen. Lege zuerst die untere Papierkante auf die obere. Entfalte dein Papier nun wieder und lege das Papier nun erneut auch vertikal zusammen. Öffne es jetzt wieder und führe sowohl die rechte als auch die linke Papierkante an die mittlere Faltlinie und knicke sie. Als nächstes sind die Papierkanten und Spitzen dran. Nimm die äußere Papierkante und führe sie nach mitten in die Mitte an deine Faltlinie. Gleiches mit der gegenüberliegenden Seite. Als nächstes erneut die äußere Papierkante zur Mitte. Wiederhole den Schritt auf der anderen Seite. Jetzt hast du eine schöne Spitze für dein Windrad. Für die zweite Seite gilt das Gleiche. Beginne auch hier mit dem Einfalten der äußeren Ecken. Erst einmal und dann ein zweites Mal. Lege jetzt dein Windrad in der Hälfte zusammen. Danach knicke es nochmal in der Hälfte zusammen an der Faltlinie, die du bereits gefaltet hast, und nimm dir die Schere, um dein Papier einzuschneiden. Setze die Schere in etwa mittig zwischen den zwei Punkten an, schneide die Hälfte ein und gehe dann nach oben und leicht nach außen. Die Papierstücke kannst du entfernen. So hast du zwei schöne Löcher und kannst dein Gestell hier an den Kanten aufstellen. Der Ständer ist fertig. Als nächstes brauchst du das Blatt für das Windrad. Nimm dir dazu die gleiche Blattgröße. Wähle das Papier so, dass die farbige Seite, die auch später nach außen zeigen soll, dich zu Beginn nicht anschaut. Lege auch hier die äußere Papierkante von unten nach oben. Entfalte dein Papier wieder und gehe jetzt von rechts nach links. Ebenfalls hier die Papierkanten aufeinander und knicke dann dein Papier. Entfalte dein Papier und du siehst mittig ein Faltlinienkreuz. Nimm nun die äußeren Seiten, die rechte Papierkante und führe sie nach innen in die Mitte und lege sie dort an. Das gleiche mit der gegenüberliegenden Seite. Als nächstes nimm die obere Papierkante und falte sie nach innen ein. Als Orientierung dient dir hier die Faltlinie.
Danach nimm die untere Papierkante und lege dies auch nach innen an die Faltlinie ein. Aufgepasst! Als nächstes ist jeweils oben und unten dran. Öffne das Papier und nimm das mittlere Blatt und lege es nach außen. Richtig bist du, wenn die Faltlinie innen mit der Kante außen abschließt und knicke dann hier in der Mitte dein Blatt. Wiederhole den Faltschritt auf der gegenüberliegenden Seite, ziehe diese nach außen, schau, dass Faltlinie innen mit der Kante an der Seite abschließen und knicke dein Blatt. Danach kannst du dein Papier wieder vorsichtig zusammenklappen. Die äußeren Spitzen müssen jetzt noch nachgefaltet werden. Am besten ist es, wenn du dein Blatt jetzt drehst. Nimm dir nun die zweite Kante, öffne sie wieder und klappe auch hier die Papiere vorsichtig nach außen, sodass auch hier die Papierfaltlinie bündig abschließt und knicke in der Mitte. Als nächstes die zweite Seite, Papier nach außen, bündig abschließen und knicken. Wieder zusammenklappen. Als nächstes sind die Spitzen dran. Nimm dir jeweils eine Spitze und lege sie erst in beide Faltrichtungen um. Danach öffne sie mit dem Finger und drücke sie nach unten. Jetzt nimm dir die Papierkante und führe sie nach innen an die Faltlinie. Knicken, aufstellen und dann das Papier öffnen. Die Spitze nun vorsichtig nach unten drücken, sodass die Faltlinie in der Spitze mit der Papierkante abschließt und dann die zweite Seite. Fertig ist eine Seite. Weiter geht es nun mit dem anderen nach dem gleichen Schema. Fertig ist noch nicht ganz das Windrad, denn die Ecken müssen noch umgeknickt werden. Nimm die Spitzen und lege sie alle vier nach hinten um.
Nimm dir jetzt als nächstes beide Elemente und die Sicherheitsnadel. Steche den Ständer an beiden Seiten ein. Gleiches mit dem Windrad, am besten mittig. Dreh das dazu am besten um, nimm dir hinten die Mitte zwischen den beiden Faltlinien und mach ein Loch hinein. Als nächstes nimmst du dir den Draht, an einem Ende habe ich eine Perle aufgefädelt und fädelst ihn durch die Löcher. Erst durch den Ständer, dann durch das Windrad. Und dann nochmal durch den Ständer und schließt das Ganze mit einer Perle ab. Ein bisschen lockerer, damit das Ganze sich drehen und bewegen kann. Und dann hast du ein mobiles Windrad, das du sogar drehen kannst.